Hallihallöchen und herzlich willkommen auf dem Kanal der Spielebude, meine Lieben. Da ja, wir pinseln heute wieder. Da ja ist schon komplett falsch dabei. Aber doch, da ja ist gar nicht so falsch. Und zwar hat Dennis sich ja die Black Legion zugelegt. Dank unseren Patreons und den ganzen Supportern und allem. Und ich dachte mir, ich zeige euch heute mal, wie wir hier im Laden die Black Legion bemalen. Dabei geht es nicht darum, dass die Figur möglichst super toll aussieht. Sondern es geht darum, schnell ein kamerafeines Schema hinzubekommen, was nachher natürlich nach Möglichkeit auch noch schick aussieht. Ich hoffe, ihr könnt euch das ein oder andere dabei abschauen. Wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuschauen. Um mit unserem einfachen Soldat der Black Legion hier zu starten, starten wir zuerst mal mit Cantor Blue, weil die Black Legion hat ja so einen ganz, ganz leichten Blauschimmer. Das Cantor Blue wische ich, wie ihr hier sehen könnt, auf dem Taschentuch fast komplett aus dem Pinsel raus und bürste dann damit einmal die komplette Figur trocken. Dass wir überall so einen ganz, ganz wirklich minimal leichten Blauschimmer haben, der sich aber über die komplette Figur zieht. Jetzt male ich natürlich mit schwarzer Grundierung. Das heißt, ihr könnt gerade nicht allzu viel erkennen, aber das wird sich gleich mit Sicherheit noch verändern. So, hier in den Reflexionen sieht man jetzt von dem Blau noch nicht so viel. Hoppala, da war ich ein bisschen zu nah dran. So, da kann man es jetzt teilweise schon sehen, diesen blauen Schimmer, der jetzt in der Figur ist. Falls ihr euch übrigens wundert, warum ich weiße Hände habe, ich habe heute noch weiß grundiert und ich grundiere generell ohne Handschuhe. Bitte nicht nachmachen, das ist ganz, ganz blöd. Nachdem wir das Ganze jetzt in Cantor Blue trocken gebürstet haben, machen wir weiter mit ein paar goldenen Akzenten an der Figur. Und dafür nutzen wir Retributor Armor. Ich muss jetzt mal einmal kurz hier die goldenen Akzente suchen. Hier am Knie ist ein sehr, sehr schöner. Da gehen wir einfach einmal mit einem feinen Pinsel drüber und das sind hier diese ganzen eisernen Beschläge, die die Chaos Marines, gerade die neuen, haben da echt schick gefunden, an ihren Rüstungen dran getackert haben, würde ich mal behaupten. Die ziehen wir alle einmal in Retributor Armor nach. So. Ganz vorsichtig, da Retributor Armor eine sehr, sehr gute Basefarbe ist, sollte da in der Regel eine Schicht von reichen. Komm Kamera, zieh dich scharf. Eieiei, da will die Kamera wieder nicht so, wie ich will. Ich mache das ganze Ding einmal fertig. Oder will sie doch so, wie ich will? Na, ich glaube, das Schwert hier stört ein bisschen für die Kamera. Ich mache das ganze Ding hier einmal fertig und zeige euch dann das Ergebnis. Das ist jetzt unser Ergebnis mit dem gesamten Gold aufgetragen. Ich nehme jetzt als nächstes Mechanicus Stunned Grey. Und gucke mal, so viele Kanten gibt es hier gar nicht, aber ich ziehe jetzt mal nach und nach alle Kanten mit dem Mechanicus nach. Damit wir mehr Tiefe ins Modell reinbekommen. So, ja, wobei. Ja, wie gesagt, so viele Kanten habe ich hier gar nicht. Hier beim Kettenschwert haben wir ein paar schöne Kanten. Oh, da habe ich schon viel zu dick die Kantenakzente gesetzt. Da korrigiere ich einmal schön mit dem Finger drüber, wobei es geht sogar noch. Und dann arbeiten wir natürlich auch noch die andere Seite aus. Hier unten kommt auch noch was dran und natürlich auch an die Hand hier. Bei Mechanicus müsst ihr immer gut aufpassen, das ist eine Basefarbe, daher ist die Deckkraft sehr, sehr hoch. Dann passiert schon mal schneller sowas, was mir hier gerade passiert ist, dass man die Farbe aus Versehen zu dick aufgetragen hat. Aber hier haben wir eine sehr, sehr schöne Kante. So. Dann werden die Kanten nochmal aufgehellt natürlich, ne, und kommen damit deutlicher zum Tragen. Und das Modell wirkt nicht mehr einfach nur so schwarz, sondern ihr holt da ein bisschen mehr raus. Hier haben wir auch ein paar sehr, sehr schöne Kanten, die man sehr gut nachziehen kann. Ganz vorsichtig dabei. So, da haben wir es schon. Und auch hier unten. Und da seht ihr schon, jetzt bekommt man mal ein bisschen ein Bild in das Modell rein und sieht nicht mehr einfach nur schwarz. Nachdem ich die Kantenakzente gesetzt habe, ist das jetzt unser Ergebnis. Man sieht, das ganze Schwarze schon deutlich definierter. Und man hat jetzt auch eine klare Struktur in dem Modell drin. Ich nehme als nächstes Rhinox Hide. Das habe ich schon fertig verdünnt und damit malen wir die ganzen Ledergeschichten an, Taschen und so weiter und so fort. Die werden einmal alle großzügig damit gepinselt. Rhinox Hide ist dabei gerade auf Schwarz sehr, sehr dankbar. Das deckt eigentlich ziemlich fix bzw. sofort. So auch hier bei seinem Lendenschurz gehen wir einmal leicht mit Rhinox Hide lang. Und dann, ach ne, hier hinten vom Lendenschutz gehen wir nochmal durch und dann haben wir es auch schon mit Rhinox Hide im Grunde genommen.
So. Eieiei, kurzer Nachtrag. Auch die Hörner bekommen einmal schon mal einen Anstrich in Weihnachtszeit. Damit wir dann nachher einfacher mit anderen Farben hinterher arbeiten können. Da habe ich mir dann noch einen Painting-Engel dazu geholt, weil es einfach einfacher geht. Im nächsten Step nutzen wir Lab-Belcher und das habe ich jetzt gerade schon ein bisschen auf ein Taschentuch abgerieben, damit wir hier das den Kettenschutz sofort hinkriegen passend. Außerdem wird natürlich die Klinge des Kettenschwertes einmal damit bemalt. Der Vorteil daran, dass ich das vorher ein bisschen abgestrichen habe, ist, dass die Farbe jetzt nicht mehr in die ganzen Vertiefungen reinläuft und ich mir da keine Gedanken machen muss, sondern ich so einen leichten Drybrush-Effekt habe. Und natürlich auch die Munitionsgürtel bzw. die Patronen, die rumfliegen, bzw. Der Auslass des Bolters hier vorne. Und außerdem können wir über das Gold ein bisschen rübergehen, um das ein bisschen abgenutzter aussehen zu lassen, gerade so über die harten Kanten, die das Gold mit sich bringt. Einmal ganz vorsichtig einfach rübergehen, damit man das Gold ein bisschen abgenutzter und älter aussehen hat, weil die werden ja jetzt nun nicht ständig versorgt mit neuen Rohstoffen. Dementsprechend ist das dann die einfachste Variante. Und da machen wir hier nochmal und dann sind wir mit dem LED-Belcher auch schon wieder durch. Der Schädel hier hinten bekommt nochmal ein bisschen Farbe. Fertig! Für den ersten Step nehmen wir ein bisschen Mountain Brown und ziehen dann einmal vorsichtig die Kanten von dem Stoff bzw. Leder, den wir bisher ausgearbeitet hatten, nach. So. Damit der nochmal ein bisschen besser zur Geltung kommen kann in dem ganzen Bild. Der ganze Marine ist halt schon ziemlich dunkel, dann braucht der Stoff nicht auch so dunkel bleiben. Auch hier ziehen wir einmal nach, da können wir dann auch wunderbar die vorhin mit LED-Belcher leicht übermalten Stellen mit abdecken. Und natürlich auch die Hörner ziehen wir einmal mit dem Mountain Brown nach. Bei den Hörnern darf es ruhig ein bisschen mehr sein, da wir das ja als Basisfarbe gleich für einen helleren Ton benutzen. Und auch von hier hinten ziehen wir nochmal ein bisschen durch. So. Dann haben wir auch den Step schon fertig und so langsam nimmt das ganze Bild Gestalt an. Dann nutzen wir jetzt Mood Green. Das Gesicht sieht momentan noch so ein bisschen dunkler aus. Streife ich vorher noch mal ein bisschen was auf dem Papier ab und ziehe einmal vorsichtig die Augen nach. So, dabei kann auch ruhig ein bisschen unten dran kommen, dass sie so ein bisschen leuchten nachher. So, dann haben wir schon mal ein sehr schönes fertiges Auge. Und auch hier dieselbe Geschichte einmal. Und dann guckt er uns auch schon mal schön grimmig an, der Gute. Und zum Abschluss des Ganzen nehme ich mit Tyrant Skull. Das bürste ich auch vorher ordentlich auf dem Taschentuch ab. Und dann gehen wir damit nochmal über die Hörner drüber. Ganz, ganz vorsichtig hierbei, dass man auch die Vertiefungen gut sehen kann. Bzw. die Vertiefungen dadurch hervorgehoben werden. Und dann haben wir den Chaos Marine schon fertig. So malen wir hier vom Spielebudenstudio die Black Legion, zumindest Dennis Black Legion. Yamman hat ja auch noch eine separate Black Legion, aber Yamman arbeitet da ganz, ganz viel mit Pre-Shading. Und da ich im Pre-Shading eher so mehr arbeitstechnisch bin, lasse ich das einmal aus diesem Video raus. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich hoffe, ihr wisst jetzt, wie ihr für eure Black Legion dann schnelle, schöne Ergebnisse bekommt. Der Dude hier ist auf jeden Fall einmal fix kamerafein und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal immer fein weiterpinseln.